Ja, hallo liebe Zoo-Rad-Freunde. Herzlich willkommen bei Video Nummer 5. Ich bin hier gerade unterwegs von der Arbeit nach Hause. Kann mir einer sagen, wer das Wetter bestellt hat? Zum Kotzen. So macht Fahrradfahren natürlich keinen Spaß. Aber gut, Thema heute soll sein Zubehör. Nochmal. Eigentlich hatte ich euch versprochen, dass es um Kleidung gehen soll. Aber da ich mir einen neuen Helm gekauft habe, möchte ich euch diesen gern zeigen und diverse andere Dinge. Ihr habt im letzten Video gesehen, die Videoqualität oder die Bildqualität ist nicht so toll. Dadurch, weil die Kamera am Lenker befestigt ist, ist das Bild natürlich sehr verwackelt. Und der Helm, den ich bis jetzt verwendet habe, bot leider keine Möglichkeit, die Kamera schön zu befestigen, weil er obendrauf einfach zu buckelig war. Das hat sich jetzt mit dem neuen Helm geändert. Die Kamera habe ich ja schon befestigt, klappt wunderbar. Deshalb möchte ich euch den alten Helm und den neuen Helm natürlich vorstellen. Und bei dem alten Helm habe ich mir gedacht, den verlose ich unter euch. Und zwar bin ich, wie ihr gesehen habt, aktuell bei 12 Abonnenten. Wenn ich hier die 100 erreicht habe, möchte ich den Helm gerne unter euch verlosen. Wie gesagt, welcher es ist, wie er aussieht, erfahrt ihr gleich. Das schon mal so als Einstieg. Weiter geht's, wenn ich zu Hause angekommen bin. Dann zeige ich euch gerne die beiden Helme, meine Handschuhe, die ich verwende. Die Brille, die ich mir gekauft habe. Und was haben wir noch? Eine neue Halterung fürs Handy. Denn ich habe euch im letzten Video die Tasche gezeigt, wo man das Handy einstecken kann. Ist auch so wunderbar. Allerdings ist das Handy dann zu weit hinten, weil die Tasche am Rahmen befestigt ist. Jetzt habe ich eine neue Halterung mit einer Zwei-Stufen-Arretierung, wo das Handy einfach oben drauf gesteckt wird. Zeige ich euch auch nachher. Und somit ist das Handy vorne an der Lenkstange befestigt und kann dadurch auch viel einfacher und besser eingesehen werden, zum einen. Und zum anderen ist natürlich cool, ich kann das Handy viel schneller abnehmen, weil ich unterwegs gerne auch mal ein Video oder ein paar Bilder schieße. Das klappt dann viel besser als mit der Tasche. Aber wie gesagt, mehr dazu, wenn ich zu Hause bin, dann zeige ich euch die Produkte gerne. Also dann, bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu Hause. Wir starten mit dem sechsten Video, nicht das fünfte, wie ich vorhin erwähnt habe. Es geht los mit dem neuen Helm. Schwarz-matte Optik, gefällt mir sehr gut. Er hat so die Form von einem BMX-Helm. Der Name des Helms ist Sladder. Vielleicht kommt ihr schon auf den Hersteller bzw. auf eine Idee, wo ich den Helm gekauft haben könnte. Er kostet 39,99. Und jetzt kommt der entscheidende Hinweis. Mit der Family Card kostet er 29,99. Ja, ich habe ihn beim IKEA gekauft. Das schwedische Möbelhaus meines Vertrauens. Gefällt mir sehr gut. Er bietet Platz für die Kamera. Sitzt sehr bequem. Er umschließt regelrecht den Kopf, was bei meinem bisherigen Helm nicht der Fall ist. Es gibt ihn in zwei Größen, M und L. Ist geeignet für einen Kopfdurchmesser zwischen 54 und 62 cm und wiegt 650 Gramm. Ja, und wie ihr seht, es gibt optisch schon mal nichts auszusetzen. Dies hier mein bisheriges Modell, mein bisheriger Helm von ProWell.
bei Amazon gekauft. Kostet 32,99. Das Modell heißt F59. Es gibt ihn auch in zwei Größen, M und L. In verschiedenen Farben ist er erhältlich. Schwarz, Grün, Rot, Blau und Weiß. Er ist natürlich um einiges leichter als der andere. Er wiegt nur 263 Gramm. Und der Kopfumfang sollte zwischen 55 und 65 cm liegen. Somit ist dann eine perfekte Passform garantiert. Er trägt sich sehr angenehm. Nach wenigen Metern ist er quasi nicht mehr zu spüren. Das gefällt mir ganz gut an dem Helm. Nur da er leider nicht die Möglichkeit bietet, eine Kamera zu befestigen, ging dann die Wahl doch auf einen anderen jetzt letztendlich. Ich habe mir überlegt, da ich ihn nicht mehr brauche, werde ich ihn an euch verlosen, wie schon erwähnt. Wenn ich die 100 Abonnenten erreicht habe, geht er an euch. Und so lange bleibt er im Schrank liegen. Ja, weiter geht's mit der Mütze. Sehr wichtiges Utensil, wie ich finde. Gerade jetzt hier in den kalten Wintertagen war die Mütze sehr nützlich. Gerade im Stirn- und Ohrenbereich bietet sie ausreichend Schutz vor Windeinflüssen, ist trotzdem atmungsaktiv und die Passform ist wirklich einwandfrei. Sie ist von der Marke Crip Crap. Die Größe ist jetzt hier bei diesem Modell Größe L. Es gibt sie von, ich glaube, M bis XXL. Ja, das ist für den Kopfumfang zwischen 60 und 63 cm geeignet. Gut, dadurch materialbedingt ist sie natürlich auch dehnbar. Von daher einfach ausprobieren. Wie gesagt, mir gefällt sie ganz gut. Bietet perfekten Schutz gegen Windeinflüsse. Dann, klein aber fein, Brille von Uvex. Ist eine Unisex-Brille, auch in einer einheitlichen Größe, gibt jetzt nicht verschiedene Größen, doch relativ viele verschiedene Farben. Einfach ja, im Sommer gegen Insekten ist 100% einen 100%igen UV-Schutz gegeben. Sitzt sehr bequem, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Auch bei Amazon gekauft, kostet 14,70 €. Die Produkte übrigens alle verlinkt in der Beschreibung unten. Könnt ihr euch gerne ansehen. Weiter geht's mit meinen Handschuhen. Auch natürlich immer von den Farben her passend zum Fahrrad. Für den einheitlichen Look. Die sind von der Marke Firelion, nicht zu verwechseln mit Firefox. Sind sehr bequem. Laut Hersteller fallen sie klein aus. Was ich jetzt nicht unbedingt bestätigen kann, müsst ihr ausprobieren. Ist auch eine Maßtabelle dabei, wie ihr das ausmessen könnt. Was mir hierbei gut gefällt, sie hat hier diese Gelpads. Sind dann ganz bequem auf längeren Touren. Sind atmungsaktiv. Und hier am Daumen ist so ein kleiner Mikrofasereinsatz. Ja, wunderbar. Gefallen mir wirklich gut. Gibt auch verschiedene in verschiedenen Farben. Von der Größe her, es gibt sie zwischen M und XXL. Wie gesagt, nachmessen und ausprobieren ist hier angesagt. Das Material 65% Nylon und wie gesagt ebenfalls bei Amazon gekauft für 18 €. Der Link dazu ebenfalls in der Beschreibung. Jetzt kommen wir zu einem coolen Teil und zwar dieses hier von der Marke Quadlock. Es ist ein Universal Bike Kit. Das ist das Universal Teil. Ich zeige es euch mal. So sieht das Ganze aus. Wird quasi einfach auf den Rahmen montiert. Es sind dabei zwei O-Ringe für die Montage. Alternativ geht natürlich auch Kabelbinder, je nach Durchmesser des Rahmens. Was mir hier gut gefällt, ist die sogenannte Zwei-Stufen-Arretierung. Das heißt, das läuft folgendermaßen ab: Wenn das Teil am Rahmen montiert ist, setzt man im 45-Grad-Winkel das Handy drauf, drückt es runter und dreht es. Und schon ist das Teil fest. Und um es zu lösen, muss man nur dieses blaue bewegliche Teil hier nach unten drücken, dreht es zurück und nimmt es raus. Und somit hat man das Handy direkt auch wieder griffbereit. Gerade für mich, weil ich unterwegs auch viele Bilder mache,
will ich natürlich schnellen Zugriff haben aufs Handy. Und das ist mir nicht gelungen in der Tasche, die ich in einem vergangenen Video gezeigt habe. Da musste man doch das Handy immer wieder rausfummeln, Reißverschluss auf, Klettverschluss auf, Handy raus, nachher wieder rein. Das geht hiermit bedeutend schneller, gerade weil das Handy auch wasserdicht ist. Ja, kann man es natürlich auch so im Freien auf dem Teil hier verwenden. Diese Hülle hier ist nicht dabei, die habe ich mir für mein Handy gekauft. Das ist ein Galaxy S7 Edge. Die Hülle habe ich nochmal. Gefällt mir wunderbar. Und die habe ich einfach dieses Teil draufgeklebt. Hier, das ist dabei bei der Halterung. Funktioniert wunderbar. Ist nicht für jeden Rahmendurchmesser geeignet. Zwischen 25 und 40 mm Rohrdurchmesser ist diese Halterung geeignet. Gibt sie auch für iPhone-Modelle. Die sieht dann irgendwie ein bisschen anders aus, glaube ich. Kostet auch wesentlich mehr. Das Universalmodell wie hier kostet 39,85 € zurzeit bei Amazon und die iPhone-Modelle liegen um die 60 Euro, soweit ich mich erinnern kann. Aber wie gesagt, Artikel auch wieder unten verlinkt. Gefällt mir wunderbar. Ja, so viel zum Thema Zubehör nochmal. Dann hier vielleicht noch kurz zu der Kamera, die ich jetzt hier auf dem Helm habe. Ist eine Qmox SJ4000. Gefällt mir auch sehr gut, kostet keine 60 Euro bei Amazon momentan. Von der Videoqualität gibt es nichts zu meckern, ist kaum schlechter als eine GoPro, aber ja, vom Preis her natürlich einmalig, 58 Euro wie gesagt, mit jede Menge Zubehör dabei, GoPro kompatibel auch, Preis-Leistung absolut top. Und wie gesagt, auch darüber werde ich nochmal ein gesondertes Video machen. Das soll es gewesen sein. Das nächste Video dreht sich dann um Kleidung, Schuhe, Hose, Trikot bzw. Jacke. Das werde ich dann, dieses Video werde ich dann draußen aufnehmen, wenn das Wetter hoffentlich wieder ein bisschen besser ist. Jo, bleibt mir nur zu sagen, haltet die Ohren steif, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann.